Hi Leute, ich bin der Tobi und herzlich willkommen zum ersten Spieltag unserer Hearthstone-Liga. Ja, ursprünglich war es ja gedacht als Botnanger Hearthstone-Liga und jetzt rucki zucki ist es die Stuttgarter Hearthstone-Liga geworden. Und ja, jetzt momentan sind wir 10 Leute. Sehr geil, 10 Leute. Ist eine richtig gute Menge an Leuten. Hätte ich gar nicht eigentlich gedacht, dass wir das wirklich hinkriegen. Und ich finde es umso geiler, dass jetzt losgeht. Ich freue mich schon wirklich. Die ersten Spiele sind schon durch. Die Gruppen sind ganz gemischt, also die Spieler. Manche sind richtig gut, manche haben schon angefangen. Manche sind Mittelmaß, also es ist alles vorhanden. Und heute, mein erster Spieltag, ist hier gegen jemand Neues, den ich noch gar nicht kenne und freue mich aber umso mehr. Florian, Markus Florian, keine Ahnung. Und ja, wir spielen 3 Spiele. Genau, 3 Spiele pro Spieltag. Man kann sich immer, also man hat 3 Tage Zeit, um den Spieltag zu machen. Und innerhalb dieser Zeit sollte man die 3 Spiele eben absolvieren. Ja, 3 Spiele sind nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Und ja, und jetzt geht's los. Und keine Ahnung, was mich erwartet, ob er gut ist oder schlecht ist, ich kann es euch nicht sagen. Aber viel Glück. Anduin gegen Jaina. Okay, Magier. Magier. Gut, meine Karten, was habe ich gezogen? Oje, oje, nichts, was ich jetzt eigentlich gerne hätte auf der Stadthand. Außer selbstverständlich macht was Schild. Aber jetzt mal gucken, was er bringt. Toten. Oh je. Yeah. Hab nichts Gutes erwischt. Naja. Das macht nichts aus. Mal gucken, ob ich die Klerikerin am Leben halten kann. Er hat den ersten Zug. Ich habe die Münze bekommen. Ja, typischer Start. Jetzt gucken wir mal, was er raushaut. Ich habe heute schon richtig ein paar harte Spiele hinter mir, muss ich sagen. Also, okay. Habe heute schon ein paar harte Spiele hinter mir und ich unterschätze niemand. Kann er die jetzt schon buffen in der Runde? Das ist die Frage. Kann er jetzt schon den Buff auf den Murloc draufhauen und mich platt machen? Ich weiß es nicht, wenn das kann. Soll ich auf Nummer sicher spielen und die Klerikerin auf jeden Fall überleben lassen? Könnte ich machen. Könnte auch den Totengräber spielen, aber der wäre dann gleich tot und dann wäre das schon verpufft. Erntegolem. Machen wir mal. Mache ich das Machtwort Schild vielleicht doch noch drauf? Weiß nicht genau. Kein Risiko. Okay, ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen defensiv zu spielen, einfach weil ich ihn nicht kenne. Also ich weiß nicht, auf was ich mich da einlassen muss. Und deshalb gibt es mal ganz vorsichtige Runde. Okay, er macht... Ich verstehe schon. Mhm. Aufs Gesicht. Oder nicht? Das ist die Frage. Also ich weiß, was ich machen würde. Ja. Das hätte ich auch getan. Das hätte ich auch getan. Ah, kacke, jetzt habe ich die Münze ausgegeben. Wäre jetzt die Klerikerin Doppelkartenzug ideal gewesen. Wirklich ideal. Aber ich spiele sie jetzt nicht. Okay, Zombie-Fraß. Passt mir wieder perfekt rein mit der Autoschneipriesterin. Ah, die habe ich ja weggeklickt, hatte ich vorher. Genau, Zombie-Fraß mit Autoschneipriesterin ist super. Oder eben ganz am Anfang gespielt. Das ist eine starke Karte, um die gegnerischen Einheiten zu entfernen. Yeah. Hey, Spinne, was ist los mit dir, ha? Da bist du. Ja, aber ich habe wirklich gelernt, es gibt keine leichten Spiele mehr. Die Zeiten sind rum. Muss mal ein leichtes Spiel gab. Gut. Wenn er jetzt keinen Ansturm hat, ja,
Dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn er jetzt einen Ansturm Gegner hat und mir einen hier nehmen kann, dann sieht es für mich schlechter aus. Auf jeden Fall, ich muss aufpassen, höllisch. Vor Runde 7, wenn der Flammenstoß kommt, da mache ich mir richtig ins Hemd. Also, Runde 7 Flammenstoß könnte bösartig sein, ja. Runde 7 Flammenstoß ist schlimme Sache. Okay, alles klar. Na, wohin? Das Problem ist halt, er darf mir nicht so die Übermacht lassen auf dem Feld, ansonsten komme ich nämlich und dann mache ich ihn weg, ja. Jetzt gucken wir mal. Okay, Achtung. So, Vorsicht. Jetzt habe ich 4 Mana. Scheiße, 4. Ich möchte doch die gute hier mir erhalten. Eigentlich. Damit wäre er jetzt auf jeden Fall auch tot. Muss ich mal gucken, wie ich das am geschicktesten hindrehen könnte. Also ich heile ihn, habe ich noch 2 Mana, dann kann ich nichts mehr machen. Aber ich ziehe 2 Karten. Ja, das mache ich schon. Gut, macht dort Schild. Und den Beutehamster, der mir wiederum jetzt das Todesröcheln dann gibt, das ist nicht schlecht. Den mache ich nämlich jetzt. Genau, das ist schon mal ganz gut. Dann machen wir. Ja, geht drauf. Komm, das passt schon. Okay. Ne, sieht ganz gut aus. Läuft. Nicht schlecht. Okay. Muss halt cool bleiben. Und wenn er mir die jetzt nicht zerstört, dann ist gut. Wenn er die mir zerstört, dann bin ich. Ja, scheiße. Vielleicht habe ich. Na, und Pech, ja. Kacke. Hat er gut getroffen, muss man schon sagen. Ja. Hat er gut getroffen. Machen wir jetzt mal. Ihn hier raus. Heilen den. Und das Machtwort Schild. Soll ich's? Runde 15 machen. Ich bin ein bisschen spät dran, um ehrlich zu sein. Ich könnte schon ein bisschen fortgeschrittener hier meine Jungs haben. Christa Heilung, Machtwort Schild. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Karten. Dann hätte ich. Behalte ich mir noch. Ja, so schlecht sieht es ja jetzt gar nicht aus eigentlich, also cool bleiben. Muss nur wirklich darauf achten, wenn sein Flammenstoß kommt, dann gute Nacht. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt Stalag. Und Thaddeus, damit habe ich ja schon mal gute Erfahrungen gemacht. Die Jungs, die haben richtig übel reingehauen schon. Also. Ja, die waren schon hart. Könnte jetzt natürlich mal anfangen, ein bisschen Combo zu spielen, aber mache ich nicht. Mache ich nicht. So machen wir das. Mal ein bisschen kontrollieren, ein bisschen ruhig spielen, wir haben noch Zeit. Kein Stress. Kein Stress. Gegen so einen Minion wie ich jetzt habe, ist also Silence richtig übel, vor allem wenn er Spott hat und Todesröcheln. Ja, weil. Oder hat er Sheep? Hat Sheep. Gut, er hat das Sheep. Sehr gut. Jetzt kann er nämlich meinen. Jawohl. Und angreifen meinen Kleriker. Genau, das hätte ich nicht anders gemacht.
Hat er alles richtig gemacht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Na, das ist heilige Feuer. Vor allem, er hat ja sein eines Schieb schon rausgehauen, das ist klasse, falls es wirklich so weit in den Endkampf kommt, dass ich Starlag, ja, und Folgen verliere und dann Thaddeus kommt, boah, also mit dem habe ich ja das letzte Spiel Haushoch gewonnen, dann war spannend, aber da habe ich ihn dann weggeknallt und das war schon also ein bösartige Kombo. Oftmals kommt man gar nicht so weit, weil dann diese aggressiven Murloc-Decks kommen und alles mögliche und ja, mal gucken. Wenn man jetzt mal guckt, ich habe gar nicht so viel Kontrolle auf der Hand. Eigentlich. Okay. Jetzt gucken wir, was wir ziehen. Wir ziehen eher was Schwächeres mit 8 Mana. Okay, jetzt können wir natürlich Gas geben. Ein bisschen könnten wir jetzt Gas geben, aber jetzt mal gucken. Möchte nicht gleich wirklich alles übertreiben. Wie machen wir es am besten? Wenn man zu viele Karten hat, dann ist schon schwierig. Ja, lass uns mal so. Dann habe ich die beiden draußen. Er hat, was kann er haben? Er kann den Dunkelmanipulator haben. Und mit dem Manipulator, da kann er ja auch noch für richtig Schaden sorgen, wenn er dann. Da muss ich mal einer. Wenn sich an die beiden hier zieht, oh mein Gott, ey. Das ist ja nett, ist ja nett. Ja, weggeknallt. Aber okay, trotzdem, das ist natürlich ärgerlich, ja, wenn man sich so ein Ding ausgeben muss. Okay, ich kriege den Starlag höchstens auf 6 Leben. Das ist natürlich schade. Und die kostet genau 1 Mana zu viel, das ist blöd jetzt. Okay, jetzt gucken wir, was machen wir jetzt? Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Aber wobei, Starlag ist tot, Thaddeus ist tot. Jetzt ist natürlich für ihn blöd, dass er schon gestorben war. Jetzt spielen wir mal ein bisschen Karten. Heilen müssen wir jetzt eigentlich gerade momentan nichts. Gut, jetzt haben wir den Starken draußen, der normalerweise immer gleich rausgenommen wird, der Thaddeus. Also der wird gleich rausgenommen, in der Regel. Das ist ja Aggro-Ziel Nummer 1, der wird geschiebt. Oder gleich vernichtet, oder was auch geil ist, Mind Control. Auch nicht schlecht. Gut, jetzt kommt Aggro-Action. Geht's ab. Dann machen wir mal den guten Kreis der Heilung. Nein, das, nein, nein, nein. Jetzt nicht übermütig werden. Machen wir noch die zweite Ojinai-Priesterin. Ne, machen wir ihn hier.
Okay. Ja. Nee, läuft ganz gut jetzt. Kann man nichts sagen. Können wir mal hier ein bisschen ziehen hier an seinem Ding. Jawohl. Ah, okay. Da kann er jetzt auch nichts mehr machen. Ah, ein Leben und noch seine Fähigkeit. Ah, genau, ich sag ja. Aktuell Nummer 1, dafür hätte ich auf jeden Fall auch den Feuerball ausgegeben. Das musst du machen. Muss man. Also, wer das nicht macht, ja, selber schuld. Karte können wir nochmal gebrauchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir haben jetzt schon 7 hier auf dem Feld. Ich habe es auch gar nicht mitgezählt. Eins hat er noch. Okay. Ah, aber lange Runde. 16 Minuten spielen wir schon in der ersten Runde und war gut, aber wir haben auch beide wirklich uns bemüht, kontrolliert, alles gegeben. Also. Absolut, absolut. Jetzt mal gucken, ob er noch seine letzte Karte, ob er noch Joker-Karte hat, ob es der Flammenstoß ist. Wenn es der Flammenstoß gewesen wäre, war leider nicht der Flammenstoß, war Blut zum Fraptor. Ja, das ist, wenn er das macht, Selbstmord. Aber das wäre sinnvoll, genau. Macht das. Ah, komm. Ist eh rum. Genau. Vielen Dank. Erste Runde. Hat wirklich Spaß gemacht, war gut. Und klasse, ich freue mich auf die zweite Runde. Und mach's gut, bis nachher, ciao.